Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Beim letzten Mal haben wir, als wir einen Weg nach draußen aus dieser Stadt voller Banditen gesucht haben, sind wir dabei auf Henry und Sam gestoßen. Auch zwei, die in einen Hinterhalt dieser Banditen geraten sind, als sie in dieser Stadt auf der Suche nach Vorräten waren und dann auch in einen Hinterhalt geraten sind. Und die wollen, genau wie wir, möglichst schnell raus aus dieser Stadt. Dazu haben uns die beiden in ihr Versteck gebracht, aber hier scheinen keine weiteren Mitglieder, sage ich mal, vorhanden zu sein. Hier finden wir erstmal eine Pressenotiz, die schauen wir uns gleich an. Das können wir auch jetzt eben machen. In diesem Versteck hier. Dann nicht verkleinern, sondern lesen. Es gab einen öffentlichen Prozess, nachdem ein paar Teenager aus unserer Gruppe diese Familie getötet hatten, die in unsere Stadt gekommen war. Ich war mir sicher, dass man sie bestrafen würde. Stattdessen meinte der Boss, sie hätten Vorräte für die Gruppe beschafft. Ich konnte gar nicht fassen, was ich da hörte, und das war noch nicht alles. Er ordnete an, dass sich alle abwechseln sollten, um andere Überlebende in dem Gebiet zu jagen und ihre Vorräte zum Camp zu bringen. Es folgte Stille. Wir wollten gerade gehen, als zwei Mitglieder der Gruppe fingen an zu schreien und gegen das neue Gesetz zu protestieren. Sie meinten, er hätte kein Recht, so etwas von uns zu verlangen. Dass dies nicht das sei, wofür wir kämpfen. Ich wagte nicht, mich zu rühren, als die einzigen, die Moral bewiesen, vor unseren Augen getötet wurden. Nächste Woche bin ich mit dem Jagen dran. Oh Gott. Ach, und es geht hier noch weiter, oder? Ach nee, das war ein anderes Dokument. Ja, so fing also alles an. Da kam irgendein Verrückter und sagte, ihr macht jetzt Jagd auf Menschen, um so Vorräte von denen zu besorgen. Ja, ein Kampf ums Überleben, aber andere Menschen dafür töten, ich weiß ja nicht. Aber man ist natürlich schlecht einzuschätzen, wie man selbst in so einer Lage reagieren würde. Manchmal muss man eben Arschloch sein, um zu überleben, aber Moral und Anstand dürfen auch nicht verloren gehen. Wir sind da. Ach, das ist noch gar nicht das Versteck. Jetzt sind wir erst da. Diese Lagerräume waren ursprünglich auch Räumlichkeiten von diesen Banditen. Aber da hat der gute Henry, das ist der junge Mann. Willkommen in meinem Schloss. Wie lange versteckt ihr euch schon hier? Ein paar Tage. Aber wir haben Essen gefunden. Hier. Blaubeeren. Und zwar jede Menge davon. Willst du was? Nein. Hey, ganz cool. Wir sind sicher. Und warum seid ihr noch hier? Wir warten auf den richtigen Moment. Und? Komm. Sieh dir das mal an. Diese verdammten Arschlöcher. Jeden Tag versammeln sie sich da unten. Wachen die Scheißbrücke. Aber in der Nacht sind nur noch ganz wenige da. Nach Sonnenuntergang. Das ist die Chance. Die meisten sind dann weg. Und wir schleichen vorbei. Das könnte gehen. Oh, das wird gehen. Das wird auf jeden Fall gehen. Wow. Das ist gut. Au! Ein Blaubeerenunfall. Es ist ewig her, dass der Junge überhaupt mal gelächelt hat. Dir macht das anscheinend gar nichts aus. Und wo wollt ihr jetzt hin? Das heißt, die Fireflies sind irgendwo draußen im Westen. Wir wollen uns ihnen anschließen. Ja. Was gibt's zu lachen? Naja, es scheinen gerade extrem viele Leute ihr Vertrauen in die Fireflies zu setzen. Ja, vielleicht gibt es Gründe dafür. Du weißt also nicht, wo sie sind und zerrst ihn einfach durch das ganze Land, um sie zu finden? Jetzt pass mal auf. Ich kümmere mich um meinen Bruder und du dich um die Kleine, ja? Schon gut. Wir suchen auch nach den Fireflies. Hier sind wir. Es gibt eine verlassene Militärfunkstation direkt vor der Stadt. Wenn jemand aus unserer Gruppe noch lebt, kommt er dahin, morgen. Wenn ihr beide mit uns kommen wollt. Wir gehen heute Nacht.
Dann sollten wir uns wohl ausruhen. Er sagt, dass wir jetzt los müssen. Also, wir müssen schnell sein, okay? Was auch immer passiert, du hängst an mir. Wie eine Klette. Eine Klette? Eine Klette. Ah, okay. Gut, gut. Okay. Alle bereit? Ja. Okay. Bleib nah bei mir, okay? Okay, die beiden scheinen ja auf jeden Fall vertrauenswürdig zu sein. Wie beruhigend. Sei cool, Alter. Ich hoffe nur, du kennst den Weg. Und 4 Mann sind immer noch besser als 2. Na, bin ich mal gespannt, ob diese Schleichaktion wirklich funktionieren wird. Aber wir haben ja alle das gleiche Ziel. Auch wir wollen zu den Fireflies. Nicht um uns ihnen anzuschließen, aber das müssen Henry und Sam ja auch nicht wissen. Dann folgen wir den Henry mal und hoffen, dass er weiß, was er tut. Okay. Wir schleichen uns an sie ran. Hey, ich komme dir nach. Okay. Hey, alles klar? Ich versuche warm zu bleiben. Wie sieht's da draußen aus? Wir haben Infizierte erledigt. Keine Spur von den Eindringlingen. Hey Joe, da ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Was war da für ein Typ? Das haben wir jetzt gerade nicht verstanden. Ich drehe noch eine Runde. Pass gut auf. Ja, was war das denn? Okay, ein Typ hier ist da noch. Und ich würde mal eben gerne zum Gewehr tauschen. Aber natürlich versuchen wir erstmal wirklich durchzuschleichen. Und den erstmal lautlos zu killen. Ich hoffe, der Typ ist da weit genug weg. Da drüben, ich hab was gesehen. Pass bloß auf! Oh, Scheiße, lass ihn los! So. Er wird ihn mal. Oder er schlagen ihn. Nicht schlecht. Okay, jetzt mit den Schleichern hat mal überhaupt nicht funktioniert. Aber hier sind wir eigentlich ganz gut in Deckung, denke ich. Da müssen wir halt erstmal alle erledigen. Das mit dem Schleichen, das war mir im Vorhinein schon klar, dass das nicht funktionieren wird. Okay, 2 sind da schon mal. Ah, ich glaube, den habe ich nur gestreift. Ja. Herr Gottes, pass du mal auf deine Seite bitte auf. So, der ist jetzt nicht tot. Komm, lad nach. Ah, das ist ein Nachladen mit dem Gewehr, das dauert so lange. Was? Der lebt noch? Willst du mich verkohlen? Ah, verdammte Axt, nur noch ein Schuss. Den bewahre ich mir auf. Da sollte ein Pistolenschuss ausreichen. So, Munition ist fast verbraten. Ich hoffe, da liegt noch zumindest ein bisschen Munition. Da liegt alles, aber natürlich keine Munition. Die Lumpen sind schon wieder voll. Ich hoffe, ich habe eben schnell Zeit, ein Medikit herzustellen. Leider nur für 1. Aber den Lumpen nehmen wir natürlich dann mit. So, da ist ein Bodywerfer. Schnell weg mit dem. Komm! Nein! Hauptsache kann man die werfen, du Arschloch, ey. So, das war in Ordnung. Hauptsache kein Molly werfen. Blödes Arschloch, aber keine Munition. Noch 4 Schrotflinte. Na, viel ist halt auch nicht. Hat noch irgendjemand was gedroppt hier? Ah, okay, unsere Tarnung, die ist schon mal für den Arsch. Die sind natürlich jetzt alle alarmiert. Aber wo müssen wir weiter? Wollen wir durch? Ne. Okay. So. Wieso müssen wir eigentlich vorangehen? Das war doch dein Plan, Henry.
Und da ist natürlich das Licht. Hey Joe, der ist ein Typ am Scheinwerfer. Ich sehe ihn. Können wir das Scheinwerfer kaputt schießen? Ja, können wir. Wunderbar. Ja, ob das jetzt so clever war, zumindest können die uns nicht direkt sehen. Scheiße, kaum noch Muni, ey. Und auch keine Dingens, keine Mollys. Oh, da hätte ich mir vorher mal welche erstellen sollen. Na, ja, die haben auch nur gestreift. Oh, jetzt muss ich mit meiner Muni echt aufpassen. Ja, dich sehe ich, dass du da von der Seite kommen willst, du Arschloch, ey. Was? Wer will aufhören? So, da habe ich zumindest ein paar auf einmal getroffen. Schnell mal in Deckung gehen. Vielleicht kann ich mir schnell... Henry, du musst aufpassen! Oh, shit, kein Alkohol. Ach, das war Henry. Sorry. Geh wieder in Deckung. So, dann werfen wir die mal Richtung Eingang. Ich hoffe, die rollt nicht zu weit. Alter, oh, der muss wieder nachladen, ey. Headshot, geh weg. Oh, habt ihr gesehen, wie der Kopf weggefetzt wurde? Krasse Scheiße, ey. Also, ich habe jetzt nur noch... Da hat gerade einer einen Molly geworfen. Zeig dich endlich! Los! Trau dich! Okay, den hast du noch erledigt. Wunderbar. Aber darf ich jetzt vielleicht, Alter, einfach mal meinen Bogen nehmen, auch wenn der alles andere als effektiv sein wird. Entspann dich. So. Oh, Munition! Ja, damit. Schrotflintenmuni. Mal gucken, wie viele dann noch kommen. Aber ich denke, hier sind wir eigentlich ganz gut geschützt. Aber wenn da wirklich die ganze Brut jetzt ankommen sollte, haben wir wahrscheinlich doch ein Problem. Sind Ellie und Dingens eigentlich noch da? Ja, ihr steht hier noch. Was macht ihr da? Schaut ihr euch das Gemälde an, oder was? Na gut. Wahrscheinlich laufen hier noch ein, zwei Typen rum. Ich hoffe aber nicht mehr. Vielleicht kann ich nochmal irgendwas herstellen. Geschafft. Ach, das war's. Na warte, ich will noch eben was herstellen hier, ne? Meine Waffe kann ich noch verbessern. Wunderbar. Nur der Alkohol, der fehlt natürlich wieder, ne? Und eine Rauchbombe. So, zumindest ein bisschen Vorrat. Auch wenn es nicht wirklich viel ist. So, dann stürme mal das Haupttor, würde ich sagen. Ist Ellie auch da? Da ist sie. Allein hier, Gate D2. Dann öffnen wir mal das Gate. 1, 2, 3. Oh, 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 oh. Ach, da war wieder der Scheiß-Truck, ey. Ach. So, vor denen sollten wir hoffentlich geschützt sein, hoffe ich. Trotzdem sollten wir uns vielleicht wirklich ein bisschen beeilen. Oh, Arschloch, ey. Erledigt. Los, kommt schon. Bleibt wachsam, wir haben es noch nicht geschafft. Okay, schau mal nach. Und das... Fast gleiche Spiel. Okay, das ist eine Mini-Leiter. Die kann er natürlich nicht nach unten lassen. Los geht's. Okay, los, auf geht's. Ich habe irgendwie die Befürchtung, die knallen da gleich durch. Komm schon. Mit. Schneller, schneller. Ellie, der hat dich. Oh, 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 shit. Und wir sind mal wieder auf uns allein gestellt, ja. Okay, hol ihn hoch. Es tut mir leid. Wir hauen ab! Was? Was soll der Schwachsinn? Hey! Jetzt! Yeah. Was zum Teufel, Henry? Alter, der ist Arschloch, ey. Wir bleiben zusammen. Oh, das ist mein Sportsgeist, Ellie. Da mal schnell einen anderen Alternativweg suchen. Oh, die kommt! Schnell, 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 schnell! Alter, der knallt gleich auf mich! Ellie! Oh.
Das war knapp. Wie kommen wir aus der Scheiße hier raus? Alter, Henry, dieses Arschloch, das er jetzt irgendwie nicht von ihr erwartet. Ah, aber gut, da beweist es sich manchmal wieder, vertrau keine Menschen. Wenn die Welt untergeht, sie wollen nur Böses von dir. Was haben wir denn hier? Oh, eine schöne Bar. Und ich habe keine Munition mehr. Okay, die müssen wir lautlos killen. Komm hinter die Theke, mein Freund. Scheiße, das haben die gehört, ne? Ja, natürlich. Oh, der hat eine fette Waffe. Ja, komm her. Er muss hier irgendwo sein. Ich werde hier suchen. Du. Hi, hier bin ich. Okay, mit der Stange geht das ja auch noch. Bams! Okay, Munition und in Deckung gehen. Denn der hat eine Fernkampfwaffe. Was mir nicht ganz so gut gefällt. Alter, jetzt geht der auch wieder in Deckung, die blöde Sau. Habe ich eigentlich noch Gewehrmunition? Nein, natürlich nicht. Ach ja, komm. Komm aus deiner Deckung. Ach, die können wir noch eben austauschen. So, den hätten wir. Schwarze 8 versenkt. Ach, der lebt immer noch. Und nur noch ein Schuss. Arschloch, ey. Scheiße. Aber ich glaube, jetzt ist er tot. Das ist jetzt ein bisschen Munition. Oh, ihr habt auch nie was bei euch. Das ist voll unfair. Wo ist Henry, dieses Arschloch? Wenn wir den nochmal wiedersehen, ey. Was ein Arsch. So, da können wir was verschieben. Können wir hier irgendwo hoch oder was? Ja, könnte passen. Probieren wir es mal. So, wir das hier hinschieben. Können wir dann da hoch? Oder können wir es noch irgendwo anders hinschieben? Aber ich wüsste gerade nicht wohin. Ach, das muss man nur beiseite schieben. Ah. Da ist die Brücke, wir haben's gleich. Oh mein Gott. Und jetzt heißt es rennen. Komm, lauf, 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 lauf. Ich glaube, da können wir doch nichts anderes machen als zu rennen. Scheiße. Joel, komm. Oh, Alter. Und hier fliegt alles auseinander. Oh, rüber, ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Oh, verdammt! Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Mist. Gott. Du hältst mich oben. Ellie. Keine Diskussion. Ellie. Verdammt. Ich glaube, da gibt's keine andere Möglichkeit mehr. Und jetzt los, jetzt werden die Wette sind. Also, das heißt Schröder. Autsch. Ja, da lagen ein paar Trümmer im Wasser. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Huh? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist denn Problem, hä? Henry! Hey! Er ist sauer, aber er wird uns nicht bist zu... Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt.
Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Na gut, quitt. Schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier mal. Das werden wir noch feststellen. Vielleicht finden wir was. Das war heftig. Alles klar? Ja. Suchen wir jetzt diesen Funkturm. Na gut, dann ist dieser Funkturm jetzt unser nächstes Ziel. Wo geht Ellie denn hin? Hey, vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Gute Idee. Hier finden wir erstmal auf jeden Fall Alkohol. Und ein bisschen Klingen. Ich denke, ja, warum nicht? Schauen wir uns mal das Boot an. Wo sind denn jetzt... Ah, da sind die beiden, okay. Ich bin schon dabei. Und da zwitschern die Vögel an einen neuen Morgen. Ach Gott. Schöne Algen. Das ist die Frage, kommen wir da irgendwie hoch? Ja, da sieht es auch ganz gut aus. Schauen wir uns hier mal um. In der Kapitänskajüte. Nicht, dass da jetzt irgendwas rausgesprungen kommt. Was? Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen, ja. Und hier finden wir noch ein Comic. Hier ist noch einer von diesen Comics. Cool. Antiteilchen. Für die gute Ellie tun wir natürlich fast alles. Und hier ist noch eine Notiz. Eine Bootsnotiz. Die lesen wir noch eben zum Abschluss dieses Partes. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und ihr wisst was. Was? Und ihr wisst was? Das bedeutet ja. So muss es irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht auf meinen Schädel. Danke. Ich. Okay, der hatte zumindest immer noch ein bisschen Humor, der gute Kapitän dieses Schiffes. Ist natürlich auch eine Idee, bei einer Zombie-Apokalypse oder ähnlichem mit einem Boot rauszugehen. Aber, wie man sieht, irgendwann gehen auch da die Vorräte zur Neige und hat ganz schnell den Salat. Aber vielleicht finden wir da unten noch was. Aber ich würde sagen, das schauen wir uns beim nächsten Mal etwas genauer an, wenn es wieder heißt Let's Play The Last of Us.